Und damit, okay, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Dungeons. Beim letzten Mal haben wir erfolgreich das erste Level abgeschlossen, auch wenn es mega, mega knapp war. Falls ihr die erste Folge von dem neuen Update, I don't know, wie ich auch immer ich das nennen soll, nicht gesehen habt, schaut ihr auf jeden Fall an. Da ist Spannendes passiert und jetzt müssen wir ewig langsam laufen. Und heute steppen wir in den Turm, auch bekannt als Tower. Der tatsächlich mittlerweile auch einen Multiplayer hat. Aber das ist mir erstmal relativ egal, da ich ja eh keine Freunde hab. Reden wir nicht drüber. Okay. Habe ich das jetzt auf ultra schwer angefangen? Vielleicht war das keine so gute Idee, das auf schwer zu machen. Mal gucken, wie es läuft, nicht? Ich bin ja Profi in dem Game, wie ihr wisst. Ja. Wie das ruckelt und laggt, ist so traurig, Mann. Läuft das jetzt? Hallo? Das Spiel lädt so lange, wie es dauert, einen Turm einfach in echt aufzubauen. Ich sag's euch ganz ehrlich, wie es ist. Ich bin nicht zufrieden mit der Leistung meiner Konsole. Sag mal, jetzt ist doch gut jetzt hier. Hallo, gib doch mal Gas ein bisschen. Hallo? Noch irgendwas da? Ja, perfekt. Oh, stimmt, mit dem rechten Stick. Eine Map brauche ich eigentlich nicht. Immerhin, ich starte schon mal so grundsätzlich mit Level 70. Mach zuerst den Creeper weg hier. Oh mein Gott, geh doch weg. Wie viele Pfeile habe ich? 90. Ich habe keine Effekte, keine spezielle Abilities oder sonst irgendwas. Pfeile machen echt strong damage. Ja, ich kann damit Creeper one-shotten. Mit Pfeilen, Leute. Und das TNT ist gerade runtergefallen. Ich höre Illager, I guess. Der wird komplett hier ausgekommen. Es ist so silence. Ihr habt nur so Windgeräusche. Oh, jetzt hier. Zack. Ich komme mir so schwach vor. Wunderbar, da heile ich mich erstmal. Ganz wichtig, wir warten, bis die Heilung abgeklungen ist, ehe wir weitergehen. Aber die Stage kennen wir tatsächlich schon aus, ich glaube, dem ersten Tower-Event. Also viel hat sich da jetzt nicht verändert. Ja, Microsoft, eure Ausrede? Nostalgie-Kick oder einfach nur keine Zeit gehabt? Ich will mich gar nicht beschweren. Wir warten erstmal. Der Tower ist ja sowieso immer grundsätzlich gleich, aber wir gucken. Oh, wie schön, wir können jetzt hier was. Strongerer Bogen? Oder ein Verzauberungspunkt. Was kann ich denn verzaubern? Ein Verzauberungspunkt. Ja, annehmen. Stopp, ich möchte meinen Verzauberungspunkt bitte einsetzen. Weil hier auf Stärke skillen. Bisschen mehr Schaden. Ja, kommt so einer. Genau. Ja. Ist okay. Hallo. Ich werde nicht kleine Baby-Slimes hier so angreifen. Von was kriege ich Schaden? Das Skelett hat mich... Ich bin gleich einfach schon tot. Ich brauche mehr als ganz dringend diesen Apfel hier. Hör doch auf! Gib mir den Apfel. Okay, und jetzt wird hier gebow-spammt. Was? Du kannst nicht schon weiter. Ist mir egal, weiter. Dieses komische Flackern, was ist denn das? Oh, wir könnten die neue Rüstung mal nutzen, tatsächlich. Warum denn nicht? Doch gar nicht mal bad aus. Okay, wir haben wieder volle Dings. Okay, hier ist das, glaube ich, aber ein neues Gebiet vom Tower, glaube ich. Natürlich. Stellt hier einen Ice Solager hin. Gar kein Problem. Ja. Ja, ihr macht mir mit einem Schlag fast die Hälfte meiner Leben. Hallo.
Wir gehen das ganz entspannt an, Guys. Ganz entspannt. Wir laufen hier lang, wir laufen hier lang. Ah, kommt einer. Nee. Nee, hör auf mich zu... Nein! Krieg ich doch Falldamage, oder nicht? Ja, ich sterb gleich. Oh, bitte nicht! Nein! Ach, komm! Den Typen hier, den... Ist... Gott. Guys, wir entspannen uns, wir entspannen uns. Wir haben alle Zeit der Welt. Wir haben alle Zeit der Welt. Wir sind ganz entspannt. Warum bin ich schon wieder komplett im roten Bereich? Es kann doch nicht sein, dass mein Mikrofon solche... Also, in letzter Zeit schaffe ich es nicht, mein Mikrofon so einzustellen, dass es für mich passt, dass es für alle anderen passt, dass es überhaupt passt. Es ist traurig. Hallo. Oh, der ist aber so ein bisschen gestunt, wenn ich den hier schön in der Combo habe. Wunderschön. Trotzdem, wir gehen ganz langsam vor. Hallo. Okay, da kommt einer. Der kriegt aufgeladen. Du bist so ein mieser. Okay, er ist weg. Wir haben wieder Heilung voll. Volle Heilung, das ist schön. Wir kommen jetzt aber von hinten. Und er kommt mit einem Ice Tower. Okay, er ist aber weg. Er ist weg. Ich stelle mir das stressig vor, wenn das so weitergeht. Boah, ein stärkerer Bogen. Hätte ich Bock drauf, ja. Wir haben immer noch kein Artefakt. Aber es gibt auch keine guten Artefakte, meiner Meinung nach. Wo muss ich hin? Spawn Gegner. Okay, lass halt Creeper mit 10-mal mehr Leben spawnen als vorher. Ja, okay, das sind Zombies. Oh, Zombie. Zombies müsst ihr nur Angst haben, wenn die in der Masse sind. Kriege ich eigentlich... Ich habe 4 Verzauberungspunkte. Why didn't I use them? Ja, das ist, glaube ich, strong. Renngeschoss. Das kann halt auch stark sein. Wir haben nur noch einen Verzauberungspunkt. Das lohnt sich nicht. Ah. Komm hier, geh weg. Kriegst Damage. Hinter mir sind Creeper. 2 Stück. Ah. Okay, also einer ist weg. Wo ist der andere? Du warst nur ein Zombie. Tut mir leid, dass ich dich mit dem Creeper verwechselt habe. Auch nur ein Zombie. Zombie ist ganz entspannt, Guys. Also zumindest bis jetzt. Hier ein bisschen das Skelett an der Ecke abcampen. Weil es uns da ja nicht treffen kann. Ah, da wurden wir doch einmal gehittet. Warum der Creeper jetzt nicht auf den Zombie gegangen ist? Der wird wieder rausgekombot, komplett. Da zünde ich nochmal die Heilung. Wir laufen weiter. Hallo, komische Steinviecher, deren Namen ich nicht kenne und ihr komplett unwichtig seid. Ihr steht nur da und guckt doof zu. Geht's euch so? Haben die einen Namen? Die haben safe einen Namen, aber... Dungeon Master oder so. Oh, oh, oh. Oh, oh, strong. Ganz strong. Sehr strong auch von den Effekten. Ja. Das ist strong für eine Masse. Das ist halt allgemein sehr stark. Ich glaube, Schwächung ist das, was welche Schiene wir hier fahren müssen. Ja. Jetzt kommen einfach noch random Blitze zusätzlich. Es sind... Ja, okay. Okay. Sorry. Ja, was ist das denn? Also, da sind ja 10.000 Gegner in mir drinne gespawnt. Also, nein. Euch campe ich mit dem Bogen alle ab. Oh mein Gott, ein Pigel im Blut, okay. Geh doch weg. Eine Chorus Flower. Du bist tot. Ich gehe hier ganz dringend weg.
bin hier safe. Nee, bin ich nicht. Bin hier safe. Wenn ich diesen hier mache, bin ich safe. Komm schon, Mann! Okay, erster Tod hinter uns. Nicht so schön! Ist doch gut jetzt. Ach, und da hinten sind auch noch Grüne. Nein, ein Schalker. Da ist ein Schalker. Das ist gar nicht gut. Nee. Nee. Wunderbar. Er ist doch schon tot, Mann. Ah. Hallo, schieß doch jetzt. Wunderbar, hat aber das Tor für uns geöffnet. Ob das jetzt so gut war, weiß ich nicht. Wir haben es aber geschafft. Mit nur einem Tod. Das wird ziemlich stressig hier, das Ganze. Nee. Ich warte, bis ich mich heilen kann, Leute. Das mache ich ganz easy. Steppen wir weiter. Ich weiß es nicht. Was du? Erschaffe große Eisblöcke. Deine Feinde strong. Warum nicht? Stopp. Ich will erstmal meine Verzauberungsbuch. Nehme ich tatsächlich einen Blitzeinschlag. Und auf Y kann ich jetzt so magische Blöcke zaubern. Zombies sind jetzt erstmal nicht so stressig. Zack. Yeah. Da gibt's ein Double. Hehe. Aber da kriegst du auch noch mal ein bisschen TNT ins Gesicht. Oh. Damage machen die aber trotzdem gut, gell? Mein Gott. Ihr werdet doch schon geschwächt. Y. Oha. Strong viel Schaden gemacht. Boah, die Husks machen so viel Schaden. Ich wusste nicht, dass Husks so viel Schaden machen. Ja, du brauchst 10 Jahre, bis du bei mir bist, Kollege. Wunderbar, das ging schnell, das freut mich. Wir steppen nicht direkt weiter. Ich warte wieder, bis die Heilung da ist. Irgendwie raubt das Warten auf den Heiltrank mehr Zeit als alles, was ich jemals getan habe. Der Speer ist strong, der macht ein krasses Gebiet. Aber ich würde halt 4 Verzauberungspunkte schenken. Oder eine Rüstung Level 18. Ja. Es tut weh. Rollen ergibt jetzt wieder Sinn. Weil es dadurch Blitze gibt. Okay. Wir machen ganz entspannt hier langsam nach vorne. Genau. Ah ja. Okay, beruhigt euch doch. Ganz entspannt, Mann. Ich werde euch so hier abcampen. Und wie geht's euch so, Guys? Oh mein Gott, der kann da drüber schießen. Da hinten. Okay, der hält 2 Schüsse bloß aus. Ja, Endermites sind One-Shot. Die sind geschenkt. Perfekt. Oh, aber nicht die Explosion hier. Die mich langsamer macht. Finde ich nicht gut. Da wird gerollt. Ich habe mich geheilt aus Versehen. Das war so dumm. Nein. Stopp.
Stopp, ich brauche eine Pause. Ich habe mich gerade aus Versehen geheilt, obwohl ich mich gar nicht heilen musste. Hier sind Vorräte. Ich habe wieder Pfeile und Regeneration. Ich steppe da jetzt komplett rein. Ja, okay. Ihr seid down. Ja, auch das Rollen ist tatsächlich sehr strong, sehe ich gerade. Oh, er spawnt wieder vor mir. Okay. Huhuhu! Das scheint alles gewesen zu sein. Wir haben sogar einen Heiltrank, weil wir können direkt weiter steppen. Oh, Bienen. Ich will Bienen. Will ich Bienen? Ich will Bienen. Ich habe einen Verzauberungspunkt von dir nicht. Cool. Hier waren wir gerade eben. Nein, hier waren wir nicht gerade eben schon. Sorry. Habe ich verwechselt. Oh, das sieht cool aus. Da kommen erstmal die Bienen hier rein. Und die Rolle. Ja. Nicht mich hier runter. Stabben, bitte. Wunderschön, das war's schon. Oha! Oha! Obsidian Claymore, aber ich kann halt mit so einer Waffe gar nicht umgehen. Deswegen ich... Verzauberungspunkt nehme? Für die Waffe? Komm, wir nehmen die Waffe, die ist ein bisschen schneller. Oh, wir haben viele Verzauberungspunkte dafür. X ist verzaubern, gell? Betäubung, wunderbar. Betäubung und Frost. Ich hab noch 4. Was können wir stärker machen? Dornen und Elektrisieren. Ja. Da sehe ich mich actually. So, weiter geht's, Leute. Ein Krabber. Och Mensch. Ja, bin ich so nice. Teil mich mal, glaube ich. Sieht so entspannt hier aus. Bleib doch stehen hier. Da unten sind Creeper. Aber alles gut, da kümmern sich, glaube ich, meine Bienen ganz gut drum. Die gerade gestorben. Ah! Bin entspannt, Leute. Kein Stress. Wir können, nachdem wir so einen Gegner getroffen haben, immer so schnell wegrennen. Das finde ich voll cool. Das ist einfach die Ability unserer Waffe. Hui. Okay, steppen wir noch. Machen wir noch eins höher auf Stufe 10. Komm, wir machen noch auf 10. Ich hätte gerne den Verzauberungspunkt, ja. War machen wir... Machen wir Betäubung stärker. Komm, warum nicht? Ja. Jetzt gibt's noch den Händler. Oh, und da kommt schon der Boss. Stell ich mir kritisch vor, aber mal gucken. Der einzigartige Schmied. Machen wir unsere Waffe einzigartig. Oh ja, verlangsamt. Oh, das ist stupid gewesen. Verlangsamt Kreaturen und wir haben Frost ausgerüstet. So. Ja, aber wir machen ein bisschen mehr Schaden. Und es sieht epischer aus. Kommen wir zu Boss. Ich hab kein Bock. Was ist das da oben rechts? Warum steht da einmal Herz? Heißt es, dass wir einmal gedeiht sind? Bitte mach nichts Schweres, Kollege. Bitte, bitte. Du bist der schönste Steinglotz, den ich je gesehen habe. Bitte. Du bist so ein Moblin. Genau! Bin gleich tot. Ist aber vertretbar. Wegrollen. Bitte, ich kann ja rollen und mach dadurch so ultimativ viel Damage. Ja, okay.
Tod erlitten. Ja, nicht so gut gelaufen. Wir kümmern uns, glaube ich, erstmal um... Oh mein Gott, wieso kann der mit Raketen? Ja, okay. Also stehen bleiben ist heute nicht die Devise, habe ich gehört. Oh mein Gott, ich bin gleich schon wieder tot. Y. Bitte hör doch auf. Ja. Cool. Also was ist denn das? Ich kriege ja so viel Damage. Weg, 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 weg. Der schießt doch safe gleich wieder mit Dings. Okay, aber wir kommen immer weiter, habe ich das Gefühl. Der ist der Echte. Rein da. Laufe, ich laufe, ich laufe. Du bist der Echte. Der ist aber auch gleich tot, bitte. Ah! Das ist nicht der Echte gewesen. Ja. Also das ist schon ein bisschen traurig hier. Ich glaube, für die nächste Runde stelle ich es ein bisschen einfacher. Willst du mir noch ein bisschen sagen, dass ich sehr schlecht war? Ist mir relativ egal, ich starte einen neuen Versuch, bis ich euch alle besiegt habe. Und das tun wir beim nächsten Mal. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst ein Like da. Abonniert den Kanal, ihr verpasst die nächste Folge safe nicht dann. Und ja, tschüss. Guten Tag.